Willkommen zurück beim Fußballmanager 17, meine lieben Freunde. Auswärtsspiel im Pokal steht an. Wattenscheid gegen Wiedenbrück. Wattenscheid kennen wir schon aus der Liga. Die haben in der Liga eine krasse Saison bisher. Man sieht es auch hier. Volle Lotte, volle Sterne. Wir haben auch eine sehr gute Saison bisher. Aber ja, Hut ab vor Wattenscheid. Die sind noch vor uns und haben eine richtig lange Siegesserie gehabt. Von 10 Spielen in Folge gewonnen. Jetzt sind sie so in den letzten Spieltagen ein bisschen abgeschmiert. Und das werden wir nutzen hoffentlich, um den Pokal da oder das Weiterkommen im Pokal zu erschweren, beziehungsweise unmöglich zu machen. Wir wollen es gewinnen. Wir sind einen kleinen Ticken besser von 3 Punkten. Ne? Unser linkes Knie auf der rechten Seite irgendwo ist ein bisschen besser als deren Knie. Okay, ganz, ganz wichtiges Spiel auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig sind mir auch immer eure Kommentare sind mir sehr wichtig. Ja, genau, das meine ich, eure Kommentare. Ich freue mich total immer über eure Kommentare, über eure Likes, über eure Zuschauen aber auch. Da hatte nämlich beispielsweise, du musst es mir mal sagen, ich weiß es nicht. Er hat geschrieben, dass es ja so ein Witz sei mit meinen Zuschauerzahlen. Ich sehe das gar nicht so. Ich bin erst seit ein paar Tagen dabei. Ich bin total gerührt, dass überhaupt Leute zugucken. Und was ich geil finde vor allem ist, ich habe nicht so viele Views, aber verhältnismäßig dafür habe ich viele Kommentare und so. Also das freut mich. Ihr interagiert mit mir und das finde ich schön. Da habe ich lieber 30 Leute von 6 davon reden mit mir, als dass ich 1000 Leute da zugucken habe und keine Sau interessiert sich dafür, beziehungsweise spricht mit mir. Ich habe ja auch generell mal diese Statistiken da angeguckt und irgendwie die durchschnittliche Videoguckzeit, die liegt auch irgendwie bei 8-9 Minuten. Finde ich überragend, wenn man bedenkt, dass da bestimmt auch ein paar dabei sind, die gucken mal kurz ein Video an und dann, ach nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, finde ich scheiße, mal aus. Dementsprechend muss man also euch dann großes, großes Dankeschön mal raushauen. Ganz witzig fand ich ebenfalls den Kommentar von Chaos Dämon. Das ist überhaupt gar kein Fußballfan, aber er findet die Sendung hier witzig. Ja, wunderbar. So können wir hier doch auch arbeiten. Leute, die einfach Spaß haben, irgendeinem K.O. zuzuhören. Da seid ihr hier genau richtig. Marius Weke hat eine geile Form und er braucht Spielpraxis. Spielt doch in letzter Zeit die ganze Zeit. Was wollen die eigentlich manchmal? Keine Ahnung. Er hat eine richtig gute Form und ist jetzt genauso stark bereits wie unser ehemaliger Stammkeeper, der Hölscher. Also, ab, Hut ab. Wir gucken uns jetzt also gleich das Pokalspiel an. Nachdem wir in der Liga nochmal eine Niederlage kassiert haben, hoffen wir hier jetzt auf den Sieg. Es sind echt harte Wochen jetzt hier gewesen. Und Entwicklung wollte ich hier mal gucken. Der hat hier, guckt euch das an, ey. Der hat 42 Fähigkeitspunkte verdient. Jetzt hier gucken wir mal den Rest hier an. Wolf 8, Zech 1. Natürlich ist es so. Guckt euch die Alter an. Wobei, 21 und 24, das ist schon auch ein Unterschied. Der 22-Jährige hier, Batterilo, hat 39 Punkte, also 63 Punkte, der Bükkeskaya. Wenn der so weitermacht, dann ist der auch noch echt eine Überlegung auf der rechten Seite. Der war ja gar nicht gut am Anfang. Guckt euch ihn hier an. Sensationell, dass ich endlich diese Statistik mir hier angucke. 122 Fähigkeitspunkte plus. Der Chato. Also ich glaube, damit ist er hier mit Abstand wahrscheinlich der Beste. Büsing, ja, tut mir leid, du kommst nicht so oft ran, ist mir bewusst. Du hast aber auch einen Talentpunkt. Büsing müssten wir auch gucken, ob wir den nicht vielleicht sogar wegbekommen am Ende der Hinrunde. Und ja, auch für Lauretta könnte es eng werden, der ist aber 33. Vielleicht kriegen wir noch einen Einjahresvertrag mit irgendwie, Vereinsposten am Ende, wollte ich sagen. Hier so ein Trainerposten. Auch Lose ist schon was älter. Merkel baut vor allem ab hier. Was ist denn mit ihm los? Weil eigentlich ist er gar nicht so schlecht gewesen. Aber schwierig aus für ihn. Boah! Marius Rukowski, ihr erinnert euch vielleicht, die treuen Zuschauer. Folge 1, 2 und 3 treten sich quasi um Rukowski. Also da war er mit Abstand unser bester Mann. Jetzt hier, gut, er ist 36.
hat eine Fairness als Charakter, hat aber echt abgebaut. Also der können wir gar nicht mehr drauf bauen, würde ich sagen. Den müssen wir einfach aussortieren. Ist so. Mir leid. Sind hier so ein paar dabei, die halten ihre Leistung und ja, glaube, damit lässt sich leben. Der Wind hat noch was vorgeschlagen. Das fand ich eigentlich ganz ganz gute Idee. Und machen wir auch direkt. Ein Freundschaftsspiel. Unterklassiger Verein. Sollen wir da mal gegen unsere A-Jugend spielen, wenn hier eh keine Sau ankommt? Gucke mal, ob wir irgendjemanden hier aus der, was weiß ich, ganz unten aus der Liga irgendwo hoch können. Irgendein Verein, den wir sagen können. Westfalen, das sind doch auch hier die wir zu Hause sind. Karl Marienborn, geil! Das ist nicht ganz, aber fast mein Heimatverein, wo ich jemals herkomme. So nebenan, Nachbarschaft. Und soweit ich weiß, ist hier ein Kumpel von mir dabei. Ist er nett? Zweiten Mannschaft? Bietet der nicht mehr bei Kahn? Bietet der woanders? Da muss ich gleich nochmal gucken. Noll muss. Doch, da ist er doch, der Dennis Noll. Guckt ihn euch an hier, Kollegen. Den habe ich sogar auch auf die, habe ich es nicht? Nee, nehmen wir jetzt Blickfeld auf. Das ist ein Kumpel von mir, da habe ich auch mal ein schönes Bildchen hingemacht. Sure, Dennis, falls du guckst. Ich denke ja nicht. Ja, freut mich. Dann nehmen wir doch mal Kahn Marienborn. So eine gute Idee. Und die Idee dahinter war jetzt, dass wir dann Freundschaftsspiel machen und da die Jugendspieler mal ranlassen. Ich muss auf die Zeit achten, ich habe keinen Timer gestellt, aber wir haben jetzt halb, ich bin schon ein paar Minuten dran. Beide Spiele werden wir logischerweise nicht mitnehmen, aber hier, das erste. Und ich glaube daran, wir kommen weiter. Die Teams sind auf dem Platz, gleich rollt hier der Ball. Mannschaften schwören sich gerade ein. Anpfiff, erste Hälfte, Nordpokal. Jetzt klingelt aber mal ein Wecker hier, hab ich schon gemacht. Klares Foul von Glovac an Bose und bekommt direkt hier in der zweiten Minute die gelbe Karte von Mario Bernhard. Er trifft auch mutige Entscheidungen, in der zweiten Minute gelb zu geben, ist jetzt auch nicht so üblich. Viel Spaß die nächsten 88, mein Gott. Mathe und so. Egal, Erwin Drüppel spielt sie zurück auf Burak Kaplan und Marius Weg ist da, kann den Ball sicher aufnehmen. Wir hoffen mal, dass wir nach 90 Minuten fertig sind. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf 120 Minuten. Zieht nämlich echt die Frische und Fitness runter. Chato hier mit der zweiten gelben Karte im Spiel gegen Jonas Erwig Drüppel. Aufgetruppelt hat er da. Also zwei gelbe Karten hier direkt innerhalb der ersten 10 Minuten ist auf jeden Fall hart. Weiter Abschlag von Marius Weke. Daniel Latkowski nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch. Da hat er Platz. Da kann er machen. Aber eine kleine technische Unsauberheit bei der Ballkontrolle bringt Alexandros Tanididis wieder heran. Und der grätscht in den Ball noch vor dem Tor aus. Torschuss vom Fuß. Macht uns aber nichts. In der 14. Minute spielt nämlich Cech auf Julian Lohse mit einem riesigen Knaller. Hämmert er den an den Innenpfosten und der Ball geht raus. Verdammt. Aha. Bei FIFA ist immer witzig, wenn du da gegen Pfosten schießt und der geht rein, erzählt er immer über die Pfosten, die nur noch eckig waren. Und bei einem Kontor passt Drüppel zu Buckmeier, der von der Grundlinie seinen Kollegen zurückgibt. Drüppel ist wieder da, zieht von der Strafraumgrenze ab, aber vollkommen am Tor vorbei. Und auf jeden Fall erzählt er dann immer so ein bisschen über die viereckigen Posten und dass es dann viel öfter dazu kam, dass die Bälle rausspringen oder sprangen. Ihr kennt es vielleicht noch aus der Halle, da haben wir auch noch viereckige Pfosten. Schwieriger, den Pfosten da für ein Tor mitzubenutzen, sag ich euch. Ja, lasst euch's gedacht sein, von so einem Profi wie wir, Kreisklasse gespielt. Ecke von rechts, Buckmeier. Erwin Drüppel verlängert und dann kommt der Ball zu Matthias Tietz. Der kann relativ unbedrängt zum Kopfball köpfen und halb hoch im Kasten. Der Wiedenbrücker schlägt da ein. 1:0. Matthias Tietz. Mensch. Verdammt. Und Wattenscheid hat noch nicht genug. Ein gefällig vorgetragener Angriff. Aber Buckmeier kommt da nur zu einem schlechten, unkonzentrierten Abschluss. Problem für uns. Problem. Jetzt hängen wir hier hinten dran und müssen dem Rückstand hinterherlaufen. Wir brauchen irgendwie mal Durchschlagskraft da vorne drin. Burak Kaplan auf Diaz. Er trifft den Ball nicht richtig und ja,
Am Ende ist der Marius Weke mit einer Glanztat am Start. Ich den Ball da heraus. Ich glaube, Weke ist der nächste Spieler, wo ich mal einen Spielerbild von mache. Der hat sich verdient. Burakatan sieht aber, dass hier Weke vom Tor wegsteht. Er schaut kurz und hebt den Ball über den Torhüter genau unter die Latte. 2:0. 22. Minute. Da hat der Weke nicht aufgepasst. Burak Kaplan macht hier das 2:0. Verdammt, verdammt. Puh, war es das jetzt hier schon fast, ey. Willst du nicht sagen, aber 25. Minute und 2:0 zurück ist schon, ey. Edin Sankerta geht da auf Nummer sicher. Hängt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Die nächste Ecke kommt von links. Latkowski. Schön auf den Elfmeterpunkt. Da muss doch jetzt jemand stehen, aber der Torwart kommt heraus. Schiebt alles zur Seite, was da sonst noch an den Ball will und pflückt die Kirsche vom Baum. Hat den Ball. Muss da mal hier jemand seine Rübe hinhalten, Merkel. Was ist los? Wo ist der Riecher? Wo ist die Nase? Ecke jetzt für Wattenscheid. Hier deutlich mehr vom Spiel haben, auch wenn wir uns die Statistik hier angucken. Großchancen hatten wir allerdings viel mehr und haben keine davon reingemacht. Schlimm sowas. Wenn wir beide reingemacht hätten, stände es hier 2:2. Spinnrad klärt hier währenddessen eine Ecke. Und wieder eine relativ große Chance für uns. Likicic zieht aus 20 Metern ab, trifft aber nur Merkel in den Rücken. Ah, da hat der Merkel den Ball mal angezogen, leider mit dem falschen Körperteil. X raus geworden. Julian Lohse lässt aber nicht nach. Lässt da Alexandros Tanidis mit einer feinen Finte rechts im Strafraum aussteigen. Hält drauf, der Ball prallt schon wieder vom Außenpfosten zurück. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Hier bester Verteidiger, der Wattenscheider. Und die Wattenscheider jetzt wiederum mit einer großen Chance. Manuel Diaz von links, Kopfballablage von Trüppel auf Klovac. Und der macht aus 13 Metern das 3:0. Hier klappert, hier gibt's doch nicht. Alle 10 Minuten knallen die uns hier einen rein fast. 17., 22., 34. Alter Verwalter, das geht so nicht. Puh. Puh, puh. Oh, Pettersen Chato kloppt hier nochmal einen um, obwohl er bereits gelb hatte. Gelb-rot für Chato. Eieiei, ist das bitter. Wegen einer Grätsche von hinten. Macht man halt auch nicht, ey. Vor allem nicht, wenn man schon eine gelbe hat. Ist das bitter. Tja, Jungs. So sieht's aus, also ernüchternd zur Halbzeit, ernüchternd. 3:0 hinten, ein Spieler weniger. Hä? Moment, da hab ich jetzt gepennt hier. War ich voll in der Lethargie drin und Carsten Strickmann holt mich raus. Was ist da los? Ecke von rechts war es gewesen. Latkowski schlägt die rein. Jakubowski klärt die mit dem Flugkopfball und der Ball landet genau vor den Füßen von Strickmann und Strickmann staubt da mühelos ab. Okay. Das ist natürlich ein, wie man so schön sagt, psychologisch wichtiger Zeitpunkt hier vor der Pause, Anschlusstreffer zu machen. Vielleicht geht ja doch noch mehr, als man sich das gedacht hätte. Es sei denn, wenn die jetzt hier zum 4:1 erhöhen. Mit einer Riesenchance Wattenscheid. Abgefälschte Flanke von Manuel Klovac. Landet am kurzen Pfosten. Weke zu langsam. Buckmeier steht genau richtig. Und kloppt ihn da noch zum 4:1 rein. Ei. Hab ich einen schon gesagt? Ei. Tja, Jungs, Mädels. Ich glaube, das Ding ist hier gegessen, ey. Okay, wir spielen mit einem Mann weniger. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal umbauen. Und zwar packen wir uns hier rein eine Dreierkette und wir holen vorne einen zweiten Stürmer rein. Es hilft ja alles nichts. Tobias Pool kommt hier vorne in die Offensivzentrale rein und Brandrede macht es Sinn bei einem. Ich meine, so oft werden wir die Brandrede wohl nicht benutzen. Also hauen wir sie mal raus.
war tatsächlich eine flammende Rede. Ihre Spieler sind sehr motiviert für die zweite Hälfte. Hören wir doch mal rein, was wir gesagt haben. Ja, Männer, die Leute freuen sich natürlich, wenn sie viele Tore sehen. Aber bitte, müssen die alle gegen uns fallen? Okay, mit diesen Sätzen geht's einfach mal weiter in die zweite Hälfte. Also das nutzen wir natürlich auch noch. Motivieren, motivieren, können wir mal loben mit einer 2. Der Rest ist echt, ist schon schwach. 4-1, erste Hälfte. Wäre auch die zweite Niederlage jetzt in Folge mit der Liga. Ja, schade drum. Schade drum. Ich kann einen schon mal überlegen, wen wir dafür gleich noch reinbringen. Ich würde ja sagen, der Dirk Sankaria hat sich das auch eigentlich mal verdient. Marlon Clavotsch wird da steil geschickt. Geht an Tweedy hängen. Geht an Tweedy vorbei. Bleibt erst hängen, holt sich den Ball wieder. Spielt flach in die Mitte. Da ist er weg, Trüppel. Und Spinnrad ist zur Stelle. Spinnrad klärt zur Ecke. Die bringt Nico Buchmeier rein. Von links. Ist aber zu kurz und deshalb auch kein Problem für Julian Wolf, der den Ball da unter Kontrolle bekommen und klären kann. Tja. Was machen wir hier, ey? Das ist überhaupt. Hatte ich nicht Abstöße auch mal weiter nach vorne gestellt? Bin ich der Meinung. Aber vielleicht war es auch im Spielstand, den ich ja letztens überspeichert hatte, aus Versehen. Neu laden musste. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Sehr, 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 sehr traurig, was hier passiert. 4-1. Abgeschlachtet schon fast, muss man sagen. Ey. Ja, und da kommt's. Fast das 5-1. Aber er kickt, der Burak Kaplan kickt den Ball neben Weke, aber auch am Tor vorbei. Okay. Die Ecke kommt aber jetzt auch hier wieder zu Kaplan. Er ist ein bisschen überrascht, kann den Ball nicht richtig platzieren und schießt 2 Meter am Tor vorbei. Okay. Zweite Hälfte startet auf jeden Fall richtig übel für uns. Eigentlich nur Wattenscheid hier am Tor. Kaplan schon wieder und Marius Weg ist aber da. Keine Probleme, einfacher Ball. Was ist los, Wiedenbrück? Reißt euch doch mal den Arsch auf. Äußerst einseitig. Mensch, Mensch, Mensch. Überhaupt keine Bewegung irgendwie bei uns jetzt hier im Spiel. Da dachte ich nach dem Tor da, das geht ein bisschen besser. Tietz jetzt nochmal von der rechten Seite. In der Mitte schraubt sich Erwig Trüppel hoch und köpft rechts vorbei. Überhaupt kein Bezug hier zum Spiel. Kein Druck dahinter. Flasche leer. Flasche leer. Mei, mei, mei. Er hat ja diese Saison noch wenig gespielt. Gucken wir uns das doch einfach mal an. 4-3, der Batterilo. Aber dann kommt der Batterilo rein. Ich meine, hier ist eh nichts mehr zu holen. Der Likisic hat sogar noch eine halbwegs okaye Note. Das heißt, die Form geht da nicht so stark nach unten. 3 Tore hinten ist halt auch übel, ey. Mit einem Spieler weniger. Und jetzt nur eine halbe Stunde. Ich glaube, wir können den Einsatz runterfahren. Wird keinen Sinn mehr haben. Konzentration jetzt hier. Bisschen, oh, Töder, Marius Weke fliegt am Ball vorbei an der Ecke und Kaplan kann den schwierigen Ball aber nicht kontrollieren. Habe ich ihn vorher noch gelobt, den Weke, dass er sich so gut gebessert hat. Dann legt er hier echt eine schlechte Leistung ab. 3,5 Note ist okay, aber an 2 Toren war er doch beteiligt. Einmal war er zu langsam und einmal zu weit aus dem Tor raus. Und da beschwert er sich, das sollte er nicht tun. Ja, vor allen Dingen nicht mit Gelb vorbelastet bei Mario Bernhard. Zweiter Platzverweis hier in diesem Spiel. Bei einem ihrer Spieler auf der Bank klingelt das Handy. Wie reagieren sie? Alle warm laufen lassen. Alle Mann. Ist mir scheißegal, ey, was die jetzt da tun. Ich kann niemanden mehr einwechseln. Die laufen sich jetzt da trotzdem noch 20 Minuten. Einfach so, weil ich es kann. Einfach so, weil man da auch mal ein Zeichen setzen muss. Wer hat denn überhaupt ein Handy auf der Bank dabei? Was machen die da? Zocken die eine Runde FM oder was? Kann der es besser? Mann, Mann, Mann. Eine scharfe Flanke in den Strafraum. Marius Wege lenkt das Leder zur Ecke. Zweite Hälfte. Nur Wattenscheid am Spielen, aber immerhin schießen sie kein Tor. Ecke von rechts. Buckmeier. Drüppel verlängert auf Kan Bulut. Ja. Der kommt aus 7 Metern ein. Ich habe es gerade noch gesagt, sie schießen wenigstens kein Tor. Zack.
Vielleicht sollte ich die Klappe mal halten. Das wäre eventuell... vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. Unfassbar. Zweite Hälfte haben wir echt nicht eine Chance gehabt, oder? Haben wir da eine Chance gehabt? Zweite Hälfte? Nee, nur Wattenscheid. Nur Wattenscheid. Die einzigen Sachen von uns ist hier Spielerwechsel und Handybümmel. Alter Falter. Da wird noch einer umgekloppt. Aber er lässt den Vorteil laufen. Jetzt hängt hier daher. 6:1. Hohoho, richtige Arschklatsche bekommen. Richtig den Hintern versucht bekommen. Komm mir vor wie Hamburg. Puh. Tja. Das war's wohl. Pokal dieses Jahr. X war's mit uns, ey. Aber auch gar nichts. Null. Guckt euch hier die Noten auch an. Nicht einer irgendwie im Zweierbereich. Heieieiei. Und er hier, der Erwig Trüppel, ey. Was ging denn mit ihm ab? Ein Tor und drei Vorlagen. Wie alt ist er? 25. Könnten wir auch vielleicht mal gucken. 60er Stärke könnte jemand sein, der eventuell zu. Kann ich. Und nicht draufklicken. Da ins Blickfeld nehmen. Tja. Ganz ehrlich, hier 4:7 ist aber auch geil, ey. Richtige Eishockey-Ergebnisse. Ja, fast schon Handball. Mensch. Guckt euch die Ergebnisse an, wenn ihr Bock habt. Mir fällt gerade nur auf, Alemannia Aachen ist weiter. Die hatten ja auch einen schlechten Lauf bisher. Fangen sich so langsam. Wer Bock hat, die Ergebnisse durchzugucken, ich bin da jetzt echt nicht in der Stimmung. Ganz, ganz schlimme Pokalrunde hier. Mensch. Hoffen wir mal, da Dortmund ist weitergekommen mit. Boah, ist jetzt auch krass, wer da so in der zweiten Moment spielt. Ja, hoffen wir mal, dass es in der Liga besser hinhaut. Gegen Sprockhövel, das müsste ja eigentlich klappen. Hier noch die ersten Gruppen von der Champions League. Ne, Europa League, Entschuldigung. Könnt ihr euch auch mal reingucken. Guckt mal nur durch, wie es. Deutschen, ja, Manchester United ist hier auch klar am Führen. Bei den deutschen Vertretern aus. Hertha BSC. Erster Platz in ihrer Gruppe. Mainz ist auch echt hier richtige Pokalhelden. Wir haben werden, ey. 4 Siege. Respekt. Schalke ebenfalls 12 Punkte. Möglich 12 geholt. Kann man auch nichts sagen, ey. Dann schießen sogar noch Tore für ihren Gegner. Sascha Rita mit dem Eigentor. Der Mailand Rotterdam. Jakos und Rosenborg hier, erster und zweiter. Crystal Palace und Malaga. Oh, die Young Boys aus Bern und auch Galatasaray. Ah, da hätte ich ja gedacht, die machen da einen Schritt. Ja. Okay, hier auch keine Überraschung. Hier ist noch ein bisschen was offen und möglich. Aber bisher eigentlich relativ erwartbare Ergebnisse. Was ist das hier? Persönlicher Sponsorenvertrag. Hätte gern mehr Geld. Das Geld geht auch alles in den Verein, wenn es soweit ist. Ist vielleicht für viele nicht so realistisch. Aber ich sehe es nicht so realistisch an, dass wir hier so krasse Mietzahlen haben und irgendwie keine Leute holen können. Deshalb werde ich das einfach mal nutzen. Das Geld und in den Verein reinbuttern. Damit versuchen, den Verein zu stärken. Wieder ein Auswärtsspiel gegen TSG Sprockhövel steht an. Ganz klar schwächer als wir. Und ganz bescheidene Saison, ganz schlechte Form und wir sind da doch durchaus besser am Start. Also da muss ein Sieg her, da gibt's gar nichts. Ganz ehrlich. Also wenn das jetzt nicht eine Reaktion von meinem Team da gibt, dann weiß ich auch nicht. Top-Spiele gucken wir uns nächstes Mal noch genauer an. Und ich würde sagen, wir können hier sogar mal ein, zwei Leute reinlassen, die sonst nicht so dran sind. Der gelbe Sperre ist hier im Kommen beim Julian Wolf, den nehmen wir mal raus. Stipe Batterilo kann mal für Ekesic kommen. Und wenn ihr noch Ideen habt, wen wir hier bringen sollten oder nicht, lasst mal wissen. Wie hieß der jetzt hier? Troppel oder so, ne? Troppel. Was mit Troppel? Da findet er natürlich nicht.
Machen wir es anders. Wattenscheid. Ne, so. Ist doch schlimm mit mir. Ist doch schlimm mit mir. Wattenscheid. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt endlich schaffe, mit diesem Programm, die ich wieder rausgesucht habe, besser klarzukommen. Denn. Ah, Trüppel, nicht. Ich habe das Gefühl, dass die ganz ordentlich. Und ich könnte damit ein bisschen was auf die Beine bringen. Ich brauche noch ein bisschen lang für die Programme und deshalb dauert es auch mit den. Wer ist er hier? Mit den Folgenmomenten ein bisschen lang. Die kommen ein bisschen spät. Nimmt mir nicht übel. Ich habe das Gefühl, ihr guckt trotzdem zu. Und lasst wieder Kommentare da. Ich würde sagen, Nico Buckmeier, den suchen wir uns auch mal hier ins Spielfeld. Ins Spielfeld, ins Blickfeld. Meine Güte. 23 mit 63er Stärke, der wird uns richtig weiterhelfen. Ey. Richtig guter Spieler für uns. Hier noch so ein. Und den Trüppel haben wir jetzt hier mitgenommen. RV mit 28, 60 brauchen wir nicht. Aber vielleicht wäre das noch eine Idee für uns, dass wir jetzt hier demnächst mal gucken, wen oder was man aus der Liga noch so abgreifen könnte. Da Ideen. Ich guck mal bei den Sportfreunden Siegen rein. Da sind viele, die wir noch nicht so gut kennen. Ich glaube, wir haben auch noch nicht gegen die gespielt. Schauen wir uns mal an, wenn die kommen. Ja, einen aus der Elfenbeinküste, okay. Gladbach 2, die werden, also so Gladbach 2. und so, die werden wahrscheinlich auch nicht kommen. Also ganz ehrlich. Versuchen irgendwie in die erste Mannschaft reinzukommen. Wir haben auch hier eine echt gute Stärken dabei. Die sind wahrscheinlich nicht zu holen für uns. Wir gucken mal gegen Sprockbrövel. Sprockhövel, Sprockhövel. Mr. Spock kommt auf jeden Fall zu uns. Oder wir zu ihm. Auch nicht so gut. Also die müssen wir wegputzen. Ist ja nix. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wie wir uns da so schlagen. Wenn ihr noch Ideen habt fürs Blickfeld oder ähnliches. Mir fällt noch ein, ich wollte die Taktik noch. Abstöße können jetzt mal wie immer weitergekommen. Das Falle lassen wir weg. Abwehrreihe ist hier so mittelmäßig okay. Pressing machen wir ab der Hälfte. Bitte mal speichern hier. Was soll das denn, ey? Birnbrück. So. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie doch vorne drin jemanden. Also wenn ich mir angucke, dass wie gesagt der Merkel hier abbaut bei Spielerentwicklung jetzt schon. Ich meine, der ist 27. Was ist denn, wenn der mal an die 30 kratzt? Der Pool auf der anderen Seite baut ein bisschen auf. Allerdings ist die Frage, ob er das in einer Form aufholen kann. Einzelspieler gefällt mir eigentlich schon nicht so. Ja, vorne drin, wenn ihr Ideen habt, im Bereich von 60 Punkten rum, können wir mal versuchen, ein paar Spieler an den Verein zu holen. Wäre dann auch mit Abstand unser Bester, jemand, der mit 60 hier so ankommt. Aber, ja, wir könnten ihm so einiges bieten, was so Stammplatzgarantien angeht. Übrigens, fällt mir jetzt auch hier auf, stärker, sehr schön. Süderelbe hat Interesse an uns, ja, wunderbar. Freundschaftsspiel aus Termingründen, ja, das könnte ich mir halt vorstellen, dass es so ist, dass an diesem Tag, wo wir hier spielfrei haben, irgendwie die anderen Mannschaften dann eben spielen. Dann machen wir vielleicht auch einfach mal gegen unsere A-Jugend ein Spiel, oder? Was meint ihr? Ich gebe euch das mal als Frage mit auf den Weg. Freundschaftsspiel nächste Woche. Sollen wir jemand anderen nochmal versuchen einzuladen? Vielleicht aus unserer Liga? Die müssten ja logischerweise auch frei haben. Aber richtig zum Wegkloppen haben wir da auch halt nur Sprockhövel. Oder soll ich nochmal in einer unteren Liga gucken? Ich finde es halt auch schwach, dass man hier gar keine unterklassigen Vereine irgendwie raussuchen kann. Ja, gebt mal durch, was ihr so denkt. A-Jugend. Oder noch jemanden einladen. Das wäre so meine Frage an euch. Ich höre mich ein bisschen traurig an, habe ich das Gefühl. Ich wache jetzt auch mal wieder aus dieser Lethargie. Bin halt traurig über das Pokal aus, weil es vor allen Dingen so deutlich war. Da muss ich mich auch selbst irgendwie in Frage stellen. Bitte, bitte gebt Bescheid wegen dem Freundschaftsspiel. Und wenn es euch gefällt, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.